einer Rezension und heute geht es um das Buch Lex Play von Roswitha Pörings. Das Buch wurde mir freundlicherweise von der Autorin zur Verfügung gestellt, als Rezensionsexemplar. Vorerst eigentlich als E-Book, aber dann hatte ich Probleme mit dem Kindle, der sich nicht mehr einschalten ließ. Mittlerweile funktioniert er wieder. Und dann kam die Printausgabe raus. Dann habe ich mir gedacht, ich bestelle mir jetzt eine Printausgabe, damit ich einfach weiterlesen kann. Und dann hat sie mir es geschickt und ich freue mich so sehr darüber. Ich habe auch eine Signatierung bekommen natürlich. Hat mich gefragt, ob sie es signieren soll und wer sagt da schon nein. Deswegen freue ich mich so sehr auf dieses Buch. Wie gesagt, Lex Play von Roswitha Pörings aus dem Äffchen Verlag. Das Cover ein Traum. Ich finde das total genial gemacht. Also es sieht so, so genial aus. Auch der Buchrücken, ich finde den total genial. Das sieht auf jeden Fall sehr gut im Bücherregal aus. Und das Buch kostet, soweit ich ungefähr weiß, 12,90 oder so ungefähr. Es steht jetzt kein Preis drauf, aber auf der Rechnung stand 12,90. Und ja, ich habe es gelesen. Und das Buch, in dem Buch geht es um den 18-jährigen Alex. Alex ist Schüler, großer Bruder und Let's Player auf YouTube. Also er spielt Spiele auf YouTube und hat 1 Million Abonnenten. Seine Familie möchte von ihm, dass er einfach viel mehr für die Familie da ist, dass er viel mehr für seine kleine Schwester da ist, dass er sie auch mal mitspielen lässt und dass er einfach auch einfach viel präsenter für die Familie ist. Aber Alex hat da eigentlich gar keine Lust drauf, er will nur seine Let's Plays machen und einfach seine Ruhe haben. Und dann bekommt er eines Tages eine Nachricht oder eine Einladung zu einer Spieltestung, würde ich mal sagen. Also er darf eine neue Spieltechnologie austesten, die entworfen wurde. Und das ist natürlich für ihn eine Ehre. Er nimmt die Einladung dann auch an und geht dahin. Dann stellt er fest, dass er nicht der Einzige war, der eine Einladung bekommen hat, sondern 11 weitere Jugendliche waren in dort, ich weiß nicht mehr, wo es genau war, um diese neue Spieltechnologie auszuprobieren. Es geht einfach darum, dass man einen irgendwas auf dem Kopf, durch einen Helm auf den Kopf bekommt und dann in die Spielewelt abtauchen kann. Aber keiner der Jugendlichen rechnet damit, wie real dieses Spiel werden wird. Mehr kann man dazu eigentlich auch nicht sagen. Man erlebt, wie die Jugendlichen in dieser Welt, in die sie abtauchen, bestehen müssen, was sie alles erleben müssen, mit was sie sich alles bekämpfen müssen. Und ja, mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen, weil ich glaube, da würde man sonst zu viel verraten, was die Jugendlichen alles erleben in dieser Welt. Müsst ihr selber lesen. Ich kann mal das da oben vorlesen. Unser Gamer sollte das Gras riechen. Unser Gamer sollte das Gras riechen können, von der Sonne geblendet werden und das Brot schmecken. Und ich kann dir verraten, es ist uns gelungen. Und genau das ist der Punkt. In dieser Welt, in der sie sind, sieht alles so real aus. Alles fühlt sich real an, alles sieht real aus und es ist einfach eine reale Welt, in der sie sich befinden. Diese Mischung aus Realismus, also realem und spielerischem quasi, ist sehr, sehr interessant. Und dazu komme ich eigentlich auch schon zu meiner Meinung, weil mehr will ich zu diesem Buch eigentlich nicht wirklich sagen. Das ist die Grundstory und mehr kann ich nicht sagen. Deswegen komme ich jetzt zu meiner eigenen Meinung. Ich, wie gesagt, hatte ich etwas längere Lesezeit, weil, wie gesagt, der Kindle streikte, aber das hat nichts mit der Geschichte zu tun. Ich finde die Idee genial, also richtig genial. Ich fühlte mich am Anfang auch an einen bestimmten deutschen Let's Player erinnert, als ich mit Alex in Kontakt kam. Nämlich erinnerte er mich irgendwie an German Let's Play, weil German Let's Play hat ja mittlerweile auch 1 Million Abonnenten und Alex zeigt sich auch nicht in seinen Videos, genauso wie German Let's Play, und dadurch habe ich da ein paar Verknüpfungen hergestellt, aber ich habe die Autorin dann angeschrieben und sie meinte, nee, eigentlich nicht. So,
Sie hat ihn zwar geschaut, aber dadurch hat sie sich jetzt nicht wirklich inspirieren lassen. Und deswegen, für mich waren da ein paar Parallelen da, aber das kann ja auch Zufall sein. Auf jeden Fall fand ich die Idee cool. Und wie sie die Welt erschaffen hat, wie sie die Welt gestaltet hat, war richtig cool. Also richtig, richtig geniale Welt, total interessante Welt. Und auch die Charaktere sind gut beschrieben. Alex, man lernt so viel von Alex kennen, man lernt viel von den anderen kennen und es sind einfach alles sehr präsent, einfach gut ausgearbeitet, total gut beschrieben und einfach genial. Also klasse, klasse Buch. Und ich glaube auch, dass die Autorin es wirklich gut geschafft hat, also dass die Autorin es geschafft hat, wirklich die Let's Player-Welt, also wie Let's Player so ticken, würde ich mal sagen, vielleicht gut beschrieben hat oder auch einfach die Welt, in der ein Let's Player lebt, gut beschrieben hat, wie sich ein Let's Player fühlt. Das Buch trotz nicht vor Fachbegriffen oder sonstigem. Also es gibt keine wirklichen Fachbegriffe aus der Let's Play-Welt, die vielleicht nicht, die man nicht verstehen kann. Es ist auch auf jeden Fall einfach geschrieben. Es ist ab 15 Jahren empfohlen und das kann ich auch so unterschreiben. Weil es doch auch ziemlich, ich sag mal in Anführungszeichen, brutale Szenen gibt. Auf Wesen, die sie vielleicht treffen, die nicht ganz so nett sind, würde ich mal sagen. Und das hat schon etwas leicht Heftiges. Also jetzt nichts Extremes, aber doch schon leicht heftig. Und ich fand das aber trotzdem genial. Die richtige Portion von Blut und Gewalt war in dem Buch enthalten. Was mir sehr, sehr gut gefallen hat. Aber es gibt auch ein paar negative Punkte, die ich euch jetzt auch erklären möchte. Zum einen habe ich an manchen Stellen Rechtschreibfehler gefunden, die natürlich nicht sein müssten, die aber jetzt auch nicht stören. Zum Beispiel wurde einmal ein Name falsch geschrieben, mit einem anderen Buchstaben, aber das war jetzt nur einmal. Und dann waren noch ein paar andere kleine Rechtschreibfehler mit drin. Und es hat sich auch manches irgendwie wiederholt, also mir kam es so vor, als würde sich manches wiederholen. War jetzt nicht ganz so, ich sag mal, nicht ganz so okay. Ja, es hat sich ab und zu halt manche Dinge sehr wiederholt. Und es war einfach ein Buch, was mich jetzt nicht zu 100% umgehauen hat. Das Ende fand ich genial gemacht. Es war total interessant, das zu erfahren, wie die neue Spieltechnologie entwickelt wurde. Und das fand ich sehr interessant. Aber was das war, können wir ja selbst lesen. Auf jeden Fall war es keine Geschichte, die mich jetzt zu 100% umgehauen hat. Und deswegen gibt es von mir auch nur 3 Sterne, wobei es 3 gute Sterne sind. Also die Autorin hat wirklich hier ein gutes Buch entwickelt und geschrieben. Auch ihr Schreibstil ist klasse. Man konnte es einfach fließend lesen, aber es war jetzt kein Buch, das ich jetzt durchgehend lesen musste, weil es so durchgehend spannend war. Man konnte das Buch auch gut mal zur Seite legen. Man kam dann immer wieder gut in die Geschichte rein. Aber es war jetzt kein Buch, das ich jetzt nicht aus der Hand legen konnte. Und deswegen gibt es auch nur 3 Punkte, 3 Punkte, 3 Sterne. Nur, es sind 3 gute Sterne. Es ist auf jeden Fall ein gutes Buch, das ich euch auf jeden Fall empfehlen kann, wenn ihr auf Let's Plays steht oder auch Jugendbücher mögt. Da kann ich euch das Buch auf jeden Fall wärmstens empfehlen. Und ansonsten kann ich nicht mehr zu sagen. Da will ich auch nicht mehr zu sagen. Das war jetzt meine kurze Rezension dazu. Dann möchte ich wissen, wer von euch hat das Buch schon gelesen? Der kann mir gerne seine Meinung in die Kommentare schreiben, wie er es fand. Ich weiß, dass einige es gelesen haben von den Booktubern. Wer es gelesen hat, kann mir seine Meinung in die Kommentare schreiben. Wer nicht, kann mir seine ganze Meinung in die Kommentare schreiben. Interessiert ihr euch für Let's Plays? Würdet ihr das Buch lesen? Dann schreibt das auch in die Kommentare, würde mich auch sehr interessieren. Und ansonsten könnt ihr da oben bei dem kleinen i meine letzten 2 Videos schauen. Wenn nicht, dann lasst es bleiben. Und ansonsten sage ich jetzt noch Tschüss und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Einen Helm quasi auf dem Helm. Einen Helm auf dem Helm.